ich bin ohne Ding viel besser. Ich glaube, ich spiele jetzt immer so. Joine jetzt dem offiziellen John Wick Community Discord. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Und vergiss außerdem nicht, den Creator-Code John Wick im Itemshop einzutragen, um in jeder Runde einen epischen Sieg zu holen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Leute, heute spielen wir eine Runde Fortnite ohne Fadenkreuz. Ja, und zwar, Leute, wir spielen einfach eine komplette Fortnite-Runde ohne Fadenkreuz. Also eigentlich hat man ja mal so ein Teil in der Mitte. Warte, ich mach's mal eben. Man sieht, zum Beispiel jetzt habe ich einen Punkt in der Mitte und später habe ich halt ein Fadenkreuz. Ich glaube, ihr müsst eigentlich alle wissen, was ein Fadenkreuz ist. Und damit spielen wir einfach heute ohne. Ich will gucken, wie schwer das eigentlich ist, jemanden zu fallen, ohne Fadenkreuz zu spielen. Weil, Leute, das ist eigentlich komplett anders ohne Fahrenkreuz. Man muss es immer abschätzen ungefähr und shit, der hat einen besseren. Eigentlich hat es überhaupt Schluss, ich hab mit die AR. Ah, fuck, ich hab doch keinen. Ich hab getroffen. Ich kann nicht so gut Laserfetten gerade auf. Weil ich hab halt keine Ding. Was für dieser Bot? Ah, das ist schon. Oh, Digga, das ist schwer, wenn man einfach nur schätzen. Ha, ich hab ja aber Warp Pumped, obwohl ich kein Fahrenkreuz hab, hey. Wirklich schwer. Ich kann Iron Man nicht lasern. Iron Man hat mein Kill. Ha, ich hab Tresorkarte. Ich finde diesen Laser halt viel größer als die Ende. Imagine, da kämpft. Ja. Ja, wie close war das? Ey, aber Chat, ich bin euch ehrlich, ich dachte, das wäre schwerer. Ich bin euch ehrlich, ich glaube, das ist zwar schwer. Ich dachte, das wäre noch schwerer. Wir haben Gott Loadout, ich glaube, wir gewinnen das direkt. Ich glaube, ich habe den nicht gecheckt. Konnte der mich überhaupt sehen? Nein, ich glaube nicht, oder? Ich glaube, der konnte mich nicht mal sehen. Es ist wirklich schwerer, als es aussieht, glaube ich auch. Wir denken ja, das ist einfach und so, aber Leute, es ist wirklich schwer, vertraut mir, es ist wirklich schwer. Ich bin ohne Ding viel besser. Ich glaube, ich spiele jetzt immer so. Wie war der drauf? Chat, wie war der drauf? Ich verstehe es nicht. Ich kann mein Crashpad nicht wasten. Mein
meinen Metz, meinen Loot. Und wo schießt der? Wie spielst du, Bro? Tja, ich kann mich jetzt nicht pushen, Digga. Welcher Mensch hat dieses Gewehr mit? Ah, shit, ich hab kein Visier. Egal, ich versuch's mal. Bro, du musst Zone kommen, ist dir schon klar. Der Sniper ist ja cool, eigentlich. Ah, Digga, das ist viel zu schwer. Nein. Ich kann mir den Typ mehr Schuss, ne? Er hat mich fast geholt. Alter! Okay, Leute, ich bin euch ehrlich, ist das irgendwie gun? Ich glaube, das liegt doch daran, weil man so automatisch weiß, dass der Fahrer das Fahrenkreuz so. Zum Beispiel, ich weiß jetzt, dass ich jetzt genau hier ein Fenster auf editieren kann. So, also, man kann es ja ungefähr abschätzen, aber auf Entfernung ist das echt schwer, Digga. Zum Nahkampf geht das noch relativ klar, beim Fernkampf. Warte, ich hab eine Idee. Oh, der ist ein guter Spieler, okay, das ist glaube ich ein guter Spieler, ich weiß aber nicht. Der meint, ich schwör, mein Fuß juckt. Oh, Digga. Was hat der da machen, so ein Chat? Okay, Chat, soll ich mal den neuen Trick benutzen, den ich... Oh nein. Er kann. Pickaxen. Nein! 12 Leben! Wo wollte ich die Pickaxen? Hätte ich ihn nicht gepickaxed. Egal, Leute. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und dann würde ich auch schon sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö mit 10.